Die können hier gar nichts. Keinen einzigen Schaden noch gemacht. Da geht doch. Naja. Vielleicht doch nicht die besten Maschinen. Cool ausschauen und sie. Oder ich mache es mir einfach und halte die Klappe. Auch gut. Im Komplimente machen warst du eh immer eine Pfeife. Oh je. Wegen der Lieferung. Du kommst gerade richtig. Hier. Blumen? Willst du mich verarschen? Nein, also schmeiß sie nicht gleich wieder weg. War eine Heidenarbeit, das Gestrüpp zu beschaffen. Musste einige Gefallen einlösen und Zigaretten eintauschen. Karakis ist schließlich nicht Ethan. Bin froh, dass überhaupt ein kompletter Strauß dabei rumgekommen ist. Kannst dir sicher eh schon denken, wer der Empfänger ist. Ach, ja. Eine Frau? Richtig. Meine Frau, um genau zu sein. Hör zu, in die Nähe des Kraters kann ich nicht. Baxters Leute würden mich sofort ansacken. Deswegen muss jemand anderes den Überbringer spielen. Gut, ich spiele den Boten. Glaub mir, der Gang wird dir leichter fallen, als eine Kippe zu drehen. Und wie heißt deine Frau? Sophie, du findest sie nördlich der Kraterstadt. Ah, und danke. Das bedeutet mir viel. Hast einen gut bei mir. Ich brauche eine genauere Beschreibung, wo ich deine Frau finden kann. Eigentlich ist es ganz einfach. Die Kraterstadt hat mehrere Ein- und Ausgänge. Nimm den nördlich gelegenen, der nicht nach Ignadon führt. Dort findest du sie schon. Bleib einfach etwas außerhalb der Stadtmauer. Ey, was soll denn die Scheiße? Nehme ich die einzige mit, wo ich nicht nett sein muss. Ich bin nett. Ah, das ist doch ein Unhold. Ah, deine Frau ist tot. Deine Frau ist tot. Nee, nee, besser nicht zum Singen anfangen. Ist das Sophie? Steven. Ist ja nicht, ich habe schon fast alle Grabsteine da. Gelesen. Daniel, T-800, der Terminator. Auch nur einen Grabstein finden. Ah ja, geht doch. Sophie und Mathilda. Hier liegt also Dixons Familie. Ich schätze, das war es, was Dixon von mir wollte. Was für ein Auftrag. Wegen der Lieferung. Du hättest mir ruhig sagen können, dass deine Frau tot ist. War mir nicht sicher, ob du die Aufgabe dann übernehmen würdest. Warum war dir die Sache so wichtig? Weil meine Frau und meine Tochter das Einzige sind, was mir im Leben etwas bedeutet hat. Hab ihr zum Geburtstag immer ein paar Blumen geschenkt. Bin nie dahinter gekommen, warum sie so verrückt nach dem Grünzeug war, aber es hat sie glücklich gemacht. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Wie ist deine Familie umgekommen? Verbrannt. Wie ist das passiert? Wenn ich das wüsste, war damals für Nero unterwegs. Offene Rechnungen eintreiben, das Übliche eben. Als ich zum Krater zurückkehrte, war nur noch Asche von unserer Bude übrig. Stand sprichwörtlich vor dem Nichts. Und niemand kannte den Grund für das Feuer? Nein, das war aber auch nicht nötig. Hast du dir die Hütten im Krater mal angesehen? Ein Funke oder ein Kurzschluss reicht, um dort etwas in Brand zu setzen. Bin froh, dass all das hinter mir liegt. Hab seinerzeit jede Menge Stims in mich reingepumpt und gesoffen wie ein Loch. Eine Scheißzeit war das. Geblieben ist nur noch mein Drang zur Kippe. Wer weiß, vielleicht hilft der Glaube der Morkons ja, auch dieses Laster loszuwerden. Oh, wenn ich jetzt ein Assi wäre, würde ich ihn umbringen. Oder ist das was Gutes, wenn ich ihn umbringe? Oh.
Eine kurze Werbung unterbricht diese Geschichte. Hey du, wieder mal Lust auf ein bisschen Elex? Ja, ein bisschen Elex. Elex sieht Mangel, man sieht ihn dir schon an. Deine Augen sind gar nicht mehr rot. Es ist Zeit, dass du wieder ein bisschen Elex zu dir nimmst und deine Effizienz und Effektivität steigerst. Elex! Es ist wie Koffein und Steroide zusammengemischt. Genau das brauchst du, um mal effizient zu sein. Jetzt auch in violetter Form. Wir nennen es dunkles Elex. Doppelt groß, doppelt so hart. Nimm ein bisschen Elex. Kauf es hier in diesem Link below. Ich will mir dein Kopfgeld verdienen. Immerhin versuchst du nicht die hinterhältige Tour. Auch wenn ich mich frage, was in deinem Kopf nicht stimmt. So einiges. Erst hilfst du mir bei der Sache mit meiner Frau und jetzt willst du mich den Würmern vorsetzen. Da hättest du dir die Mühe sparen und den Grabschmuck gleich hier lassen können. Komm, bringen wir es hinter uns. Ich habe das alles so satt. Das ist ein Gnadenstoß. Oh, vielleicht ist es ein Gnadenstoß für mich. Okay. Jetzt aber. Ah, sorry, Tixen. Was? Ist gleich aus der Party geschmissen. Alleinig die Position hier. Ah, und die Feuergrafik, die gerade nur so irgendwie rumhängt. Ah, sorry, Nixon. Als der Nero war, der nur seine Familie umgebracht hat, werde ich ihn gleich nachher noch töten. Ja, ich bin nicht traurig, ich weine nicht. Ich fühle mich nur schlecht. Ist da kein Bett irgendwo? Aus dem Weg!